Hallihallo, liebe Nerds da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdplay. Hier ist Lea und ich bin heute nicht allein. Ich habe natürlich wieder eine ganz wundervolle Co-Hostin an meiner Seite. Hallo, Javanna hier, auch mal wieder auf dem Kanal zu hören. Ja, es ist tatsächlich so irgendwie, ne? Ich meine, Comic-Con in Dortmund warst du ja jetzt auch nicht mit, deswegen richtig schön, dass du heute am Start bist. Ja, wie wunderbar, dass diese Aufnahme hier vorher veröffentlicht wird als die Comic-Con-Aufnahmen. Ja, und das hat nämlich auch einen ganz besonderen Grund. Es war ja jetzt letztens die Premiere von Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Ich bin natürlich auch sofort ins Kino gegangen. Ich glaube, wir machen auf Nerdizismus auch noch einen Talk dazu. Einfach mal die Ohren offen halten. Aber darum soll es heute gar nicht so richtig gehen. Wir haben nämlich einen Cosplay-Gast. Und zwar die wunderbare Case. Hey, schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja, wie geht's dir so? Was läuft? Ja, also im Moment geht's mir immer noch, sage ich mal, super gut. Natürlich gerade schwierig. Ihr habt ja schon so ein bisschen angeteasert, das Grinsen, das ich seit einer Woche mit mir rumtrage, so ein bisschen abzuschrauben, trotz Jetlag und gefühlten 24 Stunden Flugreisen und sowas. Oh, aber ja, ich kann mit Fug und Recht sagen, mir geht's gerade richtig, richtig gut, ja. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wovon wir reden, wir haben Case deswegen eingeladen und senden auch diesen Podcast deswegen so zeitnah, weil die liebe Case auf der offiziellen Multiverse of Madness Premiere in den USA war und uns davon heute berichten wird. Woohoo! Ich feier's immer noch, ich find's so super, dass du da warst, ey. Ja, das war wirklich ein riesengroßes, wunderbares Abenteuer. Tatsächlich, ich denke, dass viele sich natürlich zuerst gleich mal, wobei, wenn ich das jetzt verrate, dann hören die den Podcast nicht zu Ende, ne? Weil viele haben sich ja gefragt, vielleicht, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Vielleicht sollten wir das überhaupt erst aufs Ende des Podcasts spielen. Wir haben hier eigentlich sehr loyale Fans, die hören natürlich einfach, weil sie Interesse haben und nicht nur wegen den Scoops. Nein. Aber als Entwarnung für alle, wir spoilern natürlich nicht den Film. Nein, darum geht es hier nicht. Es geht um die Erfahrung auf der Premiere und wie immer natürlich auch um Cosplay. Oh yes. Genau. Und bevor wir es jetzt vergessen, auf einer Skala von 1 bis 10, Cass, was ist denn dein Nerd-Faktor? Wir fragen das ja immer unsere Gäste am Anfang und ich bin mal gespannt, wie hoch deiner ist, weil ich weiß, der ist, glaube ich, schon ziemlich hoch. Ich wollte jetzt gerade sagen, also spätestens nachdem ich jetzt auf der Weltpremiere gecosplayt habe von dem Marvel-Film, ist es wahrscheinlich over 9000. Da ist tatsächlich dann der maximale Nerd-Faktor vielleicht dann erreicht, wenn man da wirklich steht und auf so einer Weltpremiere war. Also ich bin auch gerade in meinem Bastelzimmer, das auch voll steht mit allen möglichen Cosplay-Sachen natürlich, Bastelsachen, Star Wars-Sachen, Marvel-Sachen. Ich glaube, ich habe hier noch gefühlt noch so eine halbe Rick and Morty Altar-Area da ist von Pokémon über Persona noch wirklich alles dabei. Also ja, ich glaube, cool. Als geneigter Marvel-Fan, der seit Jahren sich vor allem auf Marvel-Cosplay konzentriert, bin ich jetzt tatsächlich beim Nerd-Factor over 9000 tatsächlich angekommen. Zumindest mal für den Rest des Jahres und dann gucken wir mal, ob es wieder nachlässt. Ja. Aber definitiv, ja, kann ich, glaube ich, jetzt mit Fug und Recht behaupten. Nice. Ja, ich finde das auch richtig gut. Ja, weil voll viele, die bei uns im Podcast sind, die sagen immer, ja, der Faktor ist gar nicht so hoch. Ja, eher nur in meinem Bereich. Also Hammer, dass du direkt hoch ansetzt, weil genauso mache ich es auch. Und wir korrigieren die meisten Leute ja auch. Zum Beispiel haben wir da auch schon mal jemandem klargemacht, dass eigentlich die Person alles irgendwie so ein bisschen mochte. Und dann muss man sich ja schon irgendwie als Nerd outen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ich habe auch übrigens gerade die Doctor Who-Fraktion vergessen. Natürlich habe ich hier auch eine Ecke mit Daleks und allen möglichen Sonic Screwdrivern stehen. Also ich glaube, wenn man auch so lange und mit so viel Liebe und Leidenschaft im Fandom unterwegs ist, dann
dann ist man tatsächlich auch der Nerd. Und dazu mache ich beruflich noch was mit Videospielen. Also ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Also, wo du gerade Dr. Who sagst, muss ich jetzt natürlich aus aktuellen Gründen einmal kurz. Ich wollte es auch direkt Podcast fragen. Kidnappen und fragen, wie stehst du zu dem neuen Announcement von dem neuen Doktor? Ich liebe es. Yes. Oder? Ich feiere wir beide auch. Ich hab gestern geschrien. Ich fand Sex Education eine ganz, ganz wundervoll coole Serie. Ja. Und ich kann mir das sogar wirklich richtig, richtig gut vorstellen. Wir hatten schon andere Cast-Entscheidungen beim Doktor, wo ich mir dachte so, ach, okay, das muss ich mir angucken. Mm. Das muss ich sehen. Und bei ihm kann ich mir das gerade so richtig vorstellen, wie der in diese Rolle schlüpft. Und ja, also ich bin voll dafür. Natürlich eine Wahl, die mit Sicherheit also Wellen schlägt, wissen wir ja alle, ne? Absolut. Aber definitiv. Natürlich ist es immer noch kein Ginger. ich hoffe, dass sie das irgendwie mit einem guten Spruch reinbringen, gleich in die erste Episode. Ich würde es ja feiern. Also klar, dass es Wellen schlägt, aber ich habe es gefeiert. Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Ich finde seine schauspielerischen Leistungen, die wir gesehen haben bisher, einfach Hammer, cool. Ne? Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin ist. Ich habe auch eine sehr große Hoffnung, dass wir dadurch jetzt mal wieder ein exzentrisches Outfit zurückkriegen. Vielleicht unbedingt ein Stück Sellerie am Jackett, aber vielleicht irgendwas anderes, was der Cosplay-Gemeinde nochmal viel Arbeit gibt. Oh ja. Mhm. Schönes, da bin ich auch gespannt. Schweres Design. Ja, wir sind ja heute gar nicht da, um über Dr. Who zu reden, aber dieser kleine Schwank musste jetzt unbedingt mal sein. Also, ich würde sagen, wir fangen noch mal so ein bisschen mit deiner Cosplay-Geschichte an. Wie hat's denn bei dir angefangen? Also erinnerst du dich vielleicht noch an dein erstes Cosplay, das du überhaupt gemacht hast? Ja, aber natürlich. Ja, klar. Also ich glaube, man erinnert sich an das erste tatsächlich, vielleicht noch am ehesten. Bei mir hat es damals, und jetzt sage ich bewusst auch damals, wir hatten im Vorgespräch ja, dass wir jetzt alle nicht mehr so zu der jüngsten Generation der Cosplayer erzählen. Und wenn ich jetzt sage, bei mir ging es los, bei Herr der Ringe, die zwei Türme, dann könnt ihr alle mal googeln, wann der ins Kino kam. Und da habe ich damals, eine Samtdecke geklaut von meinem damaligen Freund. Die Oma hat mir so eine Samtdecke geschenkt, die war so ein bisschen ungeliebt in der Ecke gelegen. Ne? Und da dachte ich mir, das Samt? Und dann habe ich mir da noch irgendwie so ein bisschen Vorhangstoff geholt, ne? Alle Elben-Cosplayer, Elben-Fans so cringe, oh nein, ja. Vorhangstoff, oh. Aber es war kein Panee-Samt, es war richtiger Samt, es war Baumwollsamt, ne? Kein Leinsamt, aber Baumwollsamt. Und und dann dachte ich mir so, oh, die Elben, die sind so toll. Und nächstes Jahr, da gehen wir einfach alle im Kostüm zusammen ins Kino. Und dann sind wir halt wirklich, haben wir durchgezogen und sind dann quasi in Herr der Ringe einfach im Kostüm damals. Und da haben wir damals noch Gewandung gesagt. Irgendwie war das noch gar nicht so richtig Cosplay. Sind wir dann da so ins Kino gegangen mit dem Freundeskreis irgendwie. Ach, wie so schön. Und keine Ahnung. Und das ist so, das hört sich jetzt so an wie, ja, damals, wir hatten ja nix. Aber damals waren Perücken echt noch teuer. Und außer so Faschingsqualität nicht zu bekommen. Und ich hatte damals lange blonde Haare, ganz normal. Und bin ich zu meiner Friseurin gegangen, sage ich so, pass mal auf, hier ist ein Foto von Legolas, siehst du die Zöpfe da? Kannst du mal bitte so, ne? Ich gehe so ins Geil. Kino, brauche ich am Samstag. Und die hat mich angeguckt, als wäre ich irgendwie so nicht ganz dicht. Okay, also, schade. Ne? So, weil so, hä, was willst du da? Sag ich, ja, ich hätte gerne die Frisur auf dem Foto. Kannst du mir das, weil diese Fischkreuzzöpfe selber ist ja so ein bisschen, ne? Und und dann hat die so ein bisschen so sich halt sehr gewundert, aber am Ende des Tages hatte ich dann meine Legolas-Figur und ich hatte mein Elbenkleid aus Omas Decke. Und, und so ging das halt dann so los, ne? Und war das ganz viel mit Herr der Ringe unterwegs und danach auch Star Trek und diese ganzen Geschichten und und so hat sich das über die Jahre halt entwickelt, ne? So halt immer ein bisschen komplexere Sachen, mal ein bisschen andere Sachen. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich viel auf Mittelalter unterwegs war und gar nicht so richtig Cosplay gemacht habe, sondern eher Gewandschneiderei und sowas. Oh, ja, wow. Irgendwie hat man das halt so einfach behalten. Das ist so ein Teil des Lebens tatsächlich so, wo man sagt, okay, möchte jetzt eigentlich meine Nähmaschine nicht missen. Ich möchte meine unhealthy Anzahl an Perücken und fehlt einem auch was, wenn man vielleicht nicht immer so
so mindestens mal einmal die Woche irgendwie mal am Kontaktkleber schnüffelt, weil man wieder irgendwas aus Form bastelt oder wenn der 3D-Drucker nicht läuft oder keine Ahnung. Es kriegt ja dann irgendwann Kinder, ne? Da fängt man an mit einer Nähmaschine und dann kriegt man eine Overlock. Und dann so, oh, jetzt könnte man einen 3D-Drucker brauchen und Foam und keine Ahnung. Und ich habe definitiv eine co-abhängige Beziehung mit meinem Heißkleber. Ja, oder auch dieses, genau. Und und so kam das. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das mit Herr der Ringe jetzt wirklich vor 20 Jahren schon, ja. Echt cool. Und so lange mache ich das schon, ja. Wer sich jetzt eine 10-jährige Käse in Elbengewandung vorstellt, wir danken für das Kompliment. Wir sind alle ein bisschen älter. Stimmt, ja. Ich habe da mal schon studiert. Ach so. Wie bist du denn dann so zu Marvel gekommen? Also tatsächlich über die Filme oder waren es die Comics? Was hat dich denn dazu so geführt? Also tatsächlich über die Filme. Also muss man ja sagen, dass eigentlich so ein All-Time-Klassiker, also Iron Man 1 hatte damals einen riesen Impact gehabt. Oh ja, stimmt. Also es war ja an sich der erste so richtige Marvel, also es gab vorher andere, ja, ich weiß. Aber mit Iron Man 1 war da schon mal so ein Wow-Effekt, so dieses Okay, das war schon so richtig so, okay, ich bin gehypt, ich will mehr. Mhm. Und dann kamen halt die ganzen anderen Filme immer nach und nach. Da hat dann Phase 1, krieg gerade auch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, wo ich es erstmal Iron Man gesehen habe, war ich so, das war wirklich so ein Eye-Opener, ne? Und da war man schon erstmal fasziniert, wirklich, von diesem MCU im Endeffekt, was daraus werden sollte, da hatten wir ja damals noch gar keine Idee. Nee, damals war das halt stimmt. So, alle ein, zwei Jahre kommt ein Film und jetzt ist es so, okay, wir werden auf Disney Plus beballert mit kurzen Serien, also mit Short Series und wir haben irgendwie gefühlt ein bis zweimal im Jahr einen Kinofilm und das wird ja alles immer größer und komplexer und sie holen jetzt auch wirklich die Comic-Helden sozusagen ins MCU, die jetzt auch nicht in der ersten Reihe standen, jetzt wie Moon Knight zum Beispiel. Und, und so ging das eigentlich los. Also die Faszination, die Begeisterung für die Marvel-Filme hatte ich eigentlich mit dem ersten Iron Man tatsächlich schon. Und ja, dass man dann sich wirklich mal an die Kostüme gewagt hat, das war tatsächlich, gucke ich jetzt gerade nach rechts, das sehen natürlich die Hörer jetzt nicht, aber da ein Zimmer weiter sitzt halt mein Mann, mein Lebensgefährte und wir haben uns damals auf der Gamescom kennengelernt. Ich habe früher eher so Videospiele-Cosplays gemacht und sowas. Und auf der Gamescom haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und er hat dann gesagt, so, okay, ich möchte das gerne mal probieren. Er hat sofort gemerkt, dass das irgendwie so ein mega großer Teil von meinem Leben ist und dass er mich sozusagen ohne dieses Hobby hier nicht haben kann. Ne? Und er hat gesagt, okay, was ist das eigentlich? Also, what is the fuss all about? Und hat gesagt, okay, er möchte das mal probieren. Und wer meinen Social-Kanälen folgt, der weiß ja, dass er ein sehr, sehr kräftiger, großer Wikinger-Typ ist. Mhm. Blond. Mit einem mächtigen Bart. Mit einem mächtigen Bart. Ja, den haben wir jetzt seit 2 Jahren nicht gekürzt. Der ist jetzt sozusagen mighty. Und dann war natürlich so dieses, okay, ich möchte meinen Freund, wenn er das probiert, möchte ich ihn natürlich bestmöglich sozusagen aussehen lassen in einem Cosplay und möchte, dass er da quasi möglichst halt direkt viel Spaß hat. Das mit dem Spaß möchte ich mit einem Fragezeichen versehen, weil ich weiß bis heute nicht, ob ich ihm einen Gefallen getan habe, aber ich dachte, okay, es ist eigentlich ein No-Brainer. Wir machen Tor. Und das erste Spaß mit Fragezeichen war dann so ein, als ich mir, habe ich mir hier von Age of Ultron die Torrüstung angeschaut und dachte mir, was zur Hölle hast du getan? Ach, und dann saß ich erstmal wirklich vor so einem Referenzbild und dachte mir so, okay, wo fange ich jetzt an? Ja. Und das war wirklich so, und tatsächlich war aber seine Torrüstung mein erstes Foam-Crafting-Projekt. Ich war früher immer von der Nähfraktion. Und ich habe dann eine Freundin gehabt, eine ganz, ganz liebe, die Katharina, die hat auch sogar Foam verkauft und hat auch Tutorials gemacht. Und ich glaube, ich habe die über Gebühr beansprucht mit, wie mache ich denn das jetzt und was soll ich jetzt damit machen? Wie hält denn das am besten? Und keine Ahnung. Und die hat mir auch irgendwann mal, nachdem die ersten Outfits fertig waren, hat sie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Aber jetzt wird's gar nicht. Und ich so, okay, ja, danke. Okay. Und
Ja, und so habe ich mich dann im Endeffekt mit Thor für ihn im Endeffekt, und ich habe dann gesagt, okay, ja, Partner-Cosplay, das machen wir dazu. Jane Foster natürlich, aus Dark Klar. World, ne? Ein bisschen was Einfacheres, wo ich halt auch ein bisschen besser rumspringen kann oder so, ein bisschen rum. Ihr wisst ja selber, alle, die jetzt ein bisschen Ahnung von Cosplay haben, die zuhören, dass man bei so einer großen Rüstung immer jemanden braucht, der vielleicht mal hier eine Schnalle zumacht, da mal was richtet, hier mal rumzupft und so. Ja, und so sind wir eigentlich dazu gekommen dann im Endeffekt, dass ich mich mal näher mit den Marvel-Kostümdesigns beschäftigt habe. Und die sind halt, und das sind sie bis heute noch, und sie steigern sich da, glaube ich, aber mit jeder Veröffentlichung, sind natürlich für Cosplayer unfassbar faszinierend und dankbare Projekte, weil sei immer eine neue Challenge irgendwie mit drin haben. Das Ja, heißt, es wird immer krasser. die Details werden immer krasser, die Komplexität wird krass, aber es ist halt immer so, weil wenn man mal so ganz lange wo dabei ist, dann ist es natürlich schon so, okay, ich suche mir eigentlich gerne eine neue Challenge, eine neue Herausforderung. Und da ist halt tatsächlich immer was dabei. Und irgendwie Ja. bin ich dann auch so größtenteils dabei geblieben und habe wirklich relativ viel in dem Bereich dann, sag ich mal, dann auch halt gemacht, ja, im Bereich, quasi Thor-Universum. Dann habe ich aber Hela gemacht, Jane Foster gemacht. Und eben für ihn auch verschiedene Tor-Outfits und ja, und so sind wir da eigentlich Und reingerutscht. Sylvie dann Ja, jetzt. Sylvie auch, ja, das ist richtig. Die habe ich noch gar nicht so richtig geshootet, weil es irgendwie jetzt gerade mit Covid auch nicht so richtig ging noch. Tatsächlich ist Sylvie gerade noch mein Stiefkind, weil ich von ihr noch keine schönen Fotos habe. Das muss ich jetzt auch mal dringend, dringend nachholen. Eben, das ändert sich doch Aber bald bestimmt. ja, tatsächlich. Und man muss ja auch dazu sagen, und damit schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zum eigentlichen Thema des Podcasts, ist Wanda da so ein bisschen reingegrätscht. Das muss Ja. man schon sagen, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich die letzten 1,5 Jahre, sage ich mal, ja, so viel Konzentration oder so viel Fokus auf der Scarlet Witch habe. Aber das hat sich so ein bisschen verselbstständigt einfach, ne? Am Ende von WandaVision. Zumal sie halt ja einfach durch Multiverse of Madness ja nochmal einen Schub bekommen hat, einfach. Die ist ja eben nicht so wie Sylvie nach der Serie einfach erstmal in den Hintergrund getreten, sondern war ja dauerhaft im Gespräch seit dem Ende ihrer eigenen Serie. Das ist absolut richtig. Ja, es war relativ früh schon klar, dass sie eine Rolle da spielen wird. Und auch durch die Endcredit-Scene in WandaVision war ja auch klar, dass damit ihr noch irgendwas weiter sozusagen geplant ist mit dem Charakter. Und ja, das hat sich dann tatsächlich irgendwie so, also hatte ich tatsächlich noch nie, ich bin ja tatsächlich jemand, der gerne die Herausforderungen von neuen Projekten halt verfolgt. Eigentlich mehr zu viele Sachen gleichzeitig anfängt, weil das finde ich cool, das gefällt mir und so und ne. Und inzwischen habe ich halt tatsächlich schon zwei, also eigentlich schon zwei Stiefkinder, sage ich mal, die im Endeffekt jetzt noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, obwohl sie eigentlich schon fertig sind, weil auf meiner Schneiderpuppe steht zum Beispiel gerade Triss aus der Witcher-Serie. Ach geil, Eigentlich ja, auch schon. stimmt, ne? Du Auch wolltest auch schon, noch ne? machen. Da ist Ja, bisher also nur ein das. Bild auf Instagram von gelandet. Ja, Aber dafür in richtig, den genau. Das war Stories, in den da. Stories habe ich schon Ja. einiges gesehen. Ja, und ja, der Make-up-Test, genau, weil sie steht so Triss liegt gerade auf meiner Schneiderpuppe und schaut mich ohne Kopf vorwurfsvoll an. Das machen sie immer. Ja, das ist richtig. Nee, also da kam gerade, also hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet, aber natürlich auch mit viel Freude dann eben die Scarlet Witch noch ein bisschen länger mit rumgetragen, tatsächlich mit mir, an mir Ja, ist und ja auch jetzt eben auch. schön, ne? Wenn man Ja. mal was, für was dann auch mal ein bisschen mehr bekannt ist, sagen wir mal so, ne? Dass man so Ach. Signature-Cosplays quasi entwickelt. Ja, war so nie geplant, aber ich fürchte jetzt nach letzter Woche ist es jetzt leider, also leider oder Gott sei Dank oder weiß ich nicht, ist es jetzt wohl tatsächlich. Ja, Auf das jeden war Fall. also ja, tatsächlich. Und ja, wie ihr sagt, es ist an sich schon was Schönes, obwohl es, und ich glaube, es ist auch deswegen schön, weil es eben nicht geplant war. Weil es einfach Ja. passiert ist, weil es einfach so ein Ding war, wo man sagt, okay, mich hat tatsächlich WandaVision wirklich krass angesprochen und ich habe mir dann so gedacht, okay, mal gucken. Und dann wurde da auch schon so angeteasert, so ein bisschen, dass sie eben auch ihr, sag ich mal, richtiges Superheldenkostüm dann bekommt. Und dann habe ich damals schon gesagt, ja, also, wenn es mir denn dann gefällt, dann hätte ich, glaube ich, Bock, das zu machen. Und Okay. dann hat es mir halt auch noch gefallen Ja. und dann haben wir Perfect es dann halt Match. auch gemacht. Ja, Genau. Und dann war es cool. tatsächlich auch so und
Ja, und daraus wurde eben jetzt eine Reise nach Amerika. Tatsächlich. Einmal 10.000 Meilen und zurück. Voll gut. Und er war schon richtig toll auf jeden Fall. Ja, apropos. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist wohl die spannendste oder die am meisten erwartete Frage. Und tatsächlich, ich habe tatsächlich der Mira noch gar nicht in einem offiziellen Post gedankt. Und das muss ich ganz dringend nachholen. Und ich denke, bis der Podcast jetzt veröffentlicht wurde, werde ich das auf jeden Fall noch ganz dezidiert machen. Weil, also alle, die sich jetzt gedacht haben, wen hat sie da angeschrieben, was hat sie gemacht, wer, was, wie, wo, wann, dun, dun, dun. Die muss ich enttäuschen. Ich war ein Plus Eins. Die tatsächliche Person, die das verdient hat, die eingeladen worden ist, dorthin zu gehen, ist eine ganz, ganz liebe Freundin. Ich habe sie tatsächlich über TikTok kennengelernt. Sie hat dort den Namen, also ich glaube, es ist Cloak oder Cloak of Levitation. Cloak of Levitation, ne? Ich dachte Cloak es mir schon. Ja, genau. Und Mira ist einfach eine super engagierte Benedict Cumberbatch Fandom-Leaderin. Weiß gar nicht, wie man sagen soll. Mira, seit Jahren engagiert sie sich im Benedict Cumberbatch Fandom. Die hat eine Fanseite mit 2 Millionen Followern, wo sie im Endeffekt die News um Benedict kuratiert und verbreitet und die Fans auf der ganzen Welt im Endeffekt mit Infos versorgt. Wow. Und tatsächlich wurde sie honoriert für diese Fanarbeit, die sie da für die Community macht und durfte dann eben noch 2-3 weitere Personen mitbringen. Also wir waren zu viert. Boah, wie cool. Ja. Und wir haben uns über TikTok kennengelernt. Wir haben dann geschrieben, ich weiß noch, dass wir uns im Oktober auf der Fantasy Basel haben wir uns verabredet, weil sie ja Schweizerin ist. Ja. Und ich so, Mensch, dann können wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen. Und dann haben wir uns da sogar verpasst. Und ich so, oh nee, es ist ja echt so schade. Und dann hat sie gemeint, ja, aber sie kommt nach Stuttgart zur Comic-Con. Genau. Und dann waren wir da im gleichen Hotel und haben abends erstmal noch einen zusammen dann quasi so einen Absacker genommen und haben da das ganze Wochenende verbracht. Und sie ist so eine unfassbar liebe Person, ein Juwel im, sag ich mal, in der Community, weil wir wissen alle, die Cosplay-Community ist nicht nur alles eitel Sonnenschein. Ja. Leider. Und ich sage wirklich bewusst Juwel, weil sie wirklich so jemand ist, der genau so ein lieber Mensch ist. Und sie hat es einfach so auch verdient für ihre Arbeit, die sie da für die anderen Benedict-Fans macht, dort eben eingeladen zu werden. Und am Kar-Samstag war das, kriege ich von ihrem 10 Uhr früh eine Nachricht. So, oh Gott! Ey, wie schaut's denn aus? Fliegst du nach Amerika? Und ich so, was? Erstmal so zu meinem Mann rüber, God. So... Die Mira schreibt komische Sachen, was ist da? Ja. Und ich so, jetzt noch, und das ist so richtig typisch deutsch. Ich habe erst mal 1000 kritische Fragen gestellt. Weißt du das sicher? Von wem kommt das? Was ist da? Haben wir Beweise? Ich hab mich irgendwie gefühlt eine Woche lang nicht getraut, mich zu freuen, weil ich mir dachte, das ist doch bestimmt... Das ist Scam. Das ist Schmu, genau. Das ist irgendwie so, das kann doch gar nicht sein. Wir haben auch alle gesagt, wir posten und sagen gar nichts, wo wir hinfahren, bis wir nicht da sind und es wirklich passiert. Weil wir halt so wirklich, also hochgradig sozusagen so paranoid waren, ob das jetzt wirklich real ist. Aber es war einfach real. Es war einfach richtig das ist also, wenn sich alle, die sich jetzt fragen, wie hat sie das geschafft, die Witch, ne? Die Witch, die Wanderwitch. Ich habe einfach eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin gefunden in der Community, im Fandom und die hat mich ausgewählt zu begleiten. Und Hammer. Da habe ich sie wirklich, wie gesagt, einen riesen Shoutout an die Mira, an Cloak of Levitation, die das mir und noch 2 anderen Freunden ermöglicht hat, damit zu fahren. Boah, super schön. Ey, ich habe so Gänsehaut, ne? Das kannst du dir gerade nicht vorstellen. Richtig schön einfach. Ich liebe solche Geschichten, ne? Ey, boah. Da geht mir richtig das Herz auf, da. Voll cool. Ja, also, ja, und wie gesagt, also man kann, also ich habe echt noch so 2-3, sag ich mal, Dritte auch in den Hintern gebraucht. Ich so, okay, weil natürlich, also auch, natürlich hat Marvel uns jetzt nicht in 5-Sterne-Reise bezahlt, ne? Also da müssen wir mal auch Kirche im Dorf lassen. Den Flug haben wir schon selbst bezahlt. In meinem Fall war der ein gutes Geburtstagsgeschenk, weil ich selber als gute Deutsche, also nicht war ein Geburtstagsgeschenk des Mannes, deswegen, also nicht selber, sondern weil ich als gute, sag ich mal,
gute mittelaltdeutsche Frau. Ja, aber meine Altersvorsorge, ich kann doch da jetzt nicht das Geld. Und dann hat mein Mann gesagt, hier hatten wir da nicht drüber gesprochen, dass das dein großer Traum ist, sowas mal erleben zu können. Du musst. Sag ich, ja, du musst. Ja, genau, aber die Altersvorsorge, muss ich doch Geld sparen? Altersvorsorge. Nein! Also nix Altersvorsorge. Packst es dann hinter in diesen Flieger und machst das. Ja! Ja, und dann hat er sich Wie kannst du es nur wagen, dich zu trauen, Spaß haben zu wollen? Wie kannst du nur? Ja, habe ich mir so ein bisschen selber, wollte ich mir das fast verbieten, weil ich dachte, du musst doch vernünftig sein, du musst doch das Geld sparen, du musst doch, und dann habe ich da einen sehr, sehr liebevollen, wie großzügigen Tritt in den Hintern bekommen. Ja, und du warst vernünftig und bis hingefahren, also... Ja. Ja, tatsächlich, ja. Und es war es wirklich wert. Also, und was ich auch echt schön fand, war, dass da wirklich sogar dann da vor Ort noch Leute waren, die ich sonst nur von Instagram kannte. The Cosplay Historian. Geil. Die kennt ihr vielleicht auch, ne? Die ist auch eine ganz liebe. Die hat bei Marvel Becoming hat sie die Black Widow im Snow-Outfit. Hat sie für Marvel Becoming gemacht und natürlich kennt man sich als Marvel-Cosplayer, man kennt ja so die üblichen Verdächtigen und so die Leute, die halt viel machen, und ich weiß, dass sie eine ganz, ganz tolle Arbeit immer macht und sehr, sehr detaillierte und wirklich schöne Näharbeiten macht, und aber auch ihr Marvel Becoming gesehen, wir folgen uns gegenseitig, auf einmal zupft mich so jemand und sagt, hey, du bist doch Cass Cosplay, und ich so, ja, ich bin die Cosplay Historian, wir folgen uns auf Instagram. Ich so, nein, was machst denn du hier? Cool, und es war halt echt mal so schön, wirklich mal tatsächlich die Leute, die man halt echt sonst nur online sehen kann, wirklich mal persönlich zu treffen, weil wir waren da mit Sicherheit, ich denke, 60 Cosplayer. Boah, 60 krass. Ich habe das natürlich auch an dem ganzen Tag verfolgt. Ne? Also sobald du da dieses den TikTok gepostet hast, it's real, it's happening. Ich so, ich habe jeden Tag, jeden 2 Sekunden habe ich geupdatet. Ne? Dann habe ich auch gesehen, du warst da, der Kammermatch war natürlich da, Maid of Might war da, Tasha Polis war da, also richtig geil. Richtig, ja, Caitlin war da, Caitlin Christine. Ja, also war wirklich schon so ein war zum Teil sogar so, weil wir wurden dann in so, habt ihr ja dann auch gesehen, aber vielleicht für die Zuhörer, wir wurden sozusagen in so ein altes Spalier aufgestellt, wo man so eine kleine Absperrung war. Und teilweise, also wir waren sehr, sehr früh dran und dann haben die halt aufgefüllt, dass dieses Spalier natürlich eine schöne Kulisse gegeben hat. Und ich habe teilweise erst hinterher auf Fotos gesehen, dass 20 Meter links von mir stand zum Beispiel Webheaded Hero, den ich auch von TikTok kenne, und den ich nicht so, nein, der war da, ich hätte mal nur sagen müssen. Also das ist, tatsächlich, so hat man so gesehen, die Leute, die sozusagen USA-Westküste wohnen, auch was die erzählt haben, dass die dann alle da waren, und für die ist das ja auch gar kein Problem, die fahren dann eine Stunde hin und dann ist das halt so, ne? Unser eins klemmt sich dann mal 18 Stunden in den Flieger und denkt sich, why me? Why not? Naja, also im Flieger denkt man sich, why me? Und wenn man da ist, denkt man sich, ja, why not? Aber es ist echt, Das heißt, die haben dann dort den Spalier im Prinzip ja auch mit euch Cosplayern absichtlich gefüllt, damit die Stars auch ein schönes Erlebnis haben. Also ihr habt nicht nur was bekommen, nämlich euer ersehntes Kennenlernen, Treffen, wie auch immer, Autogramme und Selfies, sondern ihr habt denen ja auch was gegeben, nämlich gezeigt, wie sehr eure Liebe für diese Filme auch euer Hobbys und euren Alltag beeinflusst. Ja, absolut. Also man muss halt schon sagen, dass das also sehr, sehr gut organisiert ist. Es ist Marvel, Disney, also natürlich war das sehr gut organisiert und auch strategisch natürlich so aufgebaut, dass im Endeffekt die Celebrities, wenn sie angekommen sind, zuerst mal auf diese Masse an begeisterter Fans treffen. Da wurde auch richtig ein Warm-up gemacht und es wurde die ganze Zeit gejubelt und gecheert. Boah, und wir waren da so richtig so die Woo-Girls des Marvel-Fandom. Und irgendwann haben wir angefangen, Dormammu zu schreien. und hatten da irgendwie so echt unseren übelsten Spaß. Der Pete, der Kammermatch, war auf dem roten Teppich so als Fanbotschafter noch unterwegs. Als Aushängeschild natürlich, als Lookalike. Und, verdient. Ja, absolut. Er hatte auch noch so ein paar andere noch Ops mit Benedict, sogar zurück in London. Jo, hab ich auch gesehen. Ich dachte auch nur so, boah, jetzt trifft er den endlich mal und dann gleich irgendwie 5-mal hintereinander. Das hat er sogar jetzt weiß ich gar nicht, ob es auf TikTok oder in einer Story, hat er irgendwie gesagt, die Sache mit mir und Benedict ist so wie, wenn man in der Großstadt auf den Bus wartet. Erst kommt stundenlang nix und dann kommen 3 auf einmal. Das
perfekter nice. Britischer Humor ja, dazu. Dieses Statement fand ich großartig. Genau, und das geil. War halt, wie ihr gesagt habt, es ist halt dann wirklich so, also natürlich, wenn die draußen ausgestiegen sind, waren sozusagen die nicht geladenen Fans, da war auch so eine Absperrung, wo die auch hingehen konnten, die Celebrities. Und wenn sie dann sozusagen auf den roten Teppich reingekommen sind, dann sind sie sozusagen auf diese Welle der Begeisterung getroffen. Und das war natürlich für die richtig super. Das ist halt schon einfach besonders. Und da waren auch immer so ein paar Leute unterwegs, die immer gesagt, die wussten dann schon immer so, jetzt kommt gleich wieder jemand. Und dann wurde wieder quasi gesagt, ja, jetzt bitte jubeln und so. Und dann waren die halt natürlich sofort aufgenommen in dieser, sag ich mal, Welle der warmen Fanbegeisterung. Ne? Und das war natürlich schon richtig toll. Und man hat auch echt gemerkt, dass die sehr entspannt waren, aber auch gut drauf. Und man hat ja schon oft mal so gehört, ja, dass die im Endeffekt dann einfach so, sag ich mal, eher straight durchgelaufen sind oder sowas. Und das war überhaupt nicht, also nicht alle haben sich mega viel Zeit genommen. Ja, und also gerade, also waren so ein paar sogar, also ich weiß, Elizabeth Benedict sowieso, da habe ich sogar, ich muss mal gucken, irgend so ein kleines Video habe ich sogar gemacht, weil wir hatten das Glück, mit dem Rücken zur Marvel-Bühne zu stehen. Das heißt, die standen quasi so 1,50 Meter, 2 Meter von uns weg, während sie ihre offiziellen Interviews gegeben haben, noch hinter uns. Und da haben wir natürlich dann auch ein bisschen gepickerboot. Und man hat bei Benedikt wollte die ganze Zeit abflitzen. Also ich habe sogar so ein Video, wo er so die Handbewegung zum Unterschreiben, so, ey, ich gehe jetzt nochmal unterschreiben. Dann, nee, du bleibst jetzt da, wir sind gleich hier. Und dann haben die quasi immer versucht, ihn sozusagen dann noch festzuhalten, weil er eigentlich Interviews geben wollte. Eigentlich wollte er aber zu den Fans ein Autogramm geben und wollte eigentlich bei seinen Fans halt sein. Schön. Und es sind auch einige dann sozusagen nochmal wiedergekommen und haben dann quasi noch so eine, wo sie, wenn sie gewusst haben, wir haben von dem Spalier vielleicht eine Ecke nicht sozusagen in Anführungszeichen nicht bearbeitet, nicht abgedeckt, genau, und sind die nochmal zurückgekommen und also ich glaube, Liz Olsen war zwei oder dreimal zurück sogar, die kam zweimal mindestens eine Runde gemacht, Hayley Atwell auch. Da waren die schon wirklich also sehr gut drauf und haben sich da auch mega gefreut. Und du selbst hast dir auch ein paar Selfies und Autogramme abgeholt, ne? Aber hallo, also das war schon, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass wir wirklich so viel berücksichtigt werden und dass die wirklich so viel wirklich zu uns da, also ich sag mal, ich habe in Deutschland schon ein, zwei so Premieren mal also von der anderen Seite des Towns sozusagen gesehen und da war das ja eher so ein, wenn die im Vorbeigehen zwei Autogramme geben, hast du Glück gehabt. Ne? Ja, das stimmt, also, das stimmt. Und das war da halt überhaupt nicht, also, irgendwie so, sondern es war eher so, ja, ich stelle mich jetzt hin und gehe rückwärts und jeder kriegt sein Selfie und dann quatschen wir noch kurz und tatsächlich und das halt jemand wie Kevin Feige einfach, wenn man so, machst die Hand hoch und sagst, hey Kevin, und dann kommt der und sagt, hi guys und sag ich, ja, hier, magst du mal meinen Darkhold unterschreiben? Sagt ich, ja, klar, unterschreibe ich, dann, ja, hier, magst du noch ein Selfie machen? Sag ich, ja klar, mag ich noch ein Selfie machen. Und dann wartet der quasi noch, dass ich mein, weil, also das muss ich ja tatsächlich sagen und da werden jetzt die Leute, die mich besser kennen, werden wirklich sich vor Lachen den Bauch halten, aber dass ich mal so aufgeregt bin, dass ich es nicht schaffe, ein Selfie mit meinem Handy irgendwie, ne? Ich fühle das. Also, ich wollte gerade genau sowas sagen, weil das kenne ich von Lea sehr gut. Die ist sonst auch die Coolness in Person und Miss Social Media, aber wenn die aufgeregt ist, ne, dann wird die Tasche irgendwem in die Hand gedrückt und das Handy irgendwem in, und mal ganz, ganz zu schweigen von Cosplays, wo sie Handschuhe trägt, wo sie sowieso nichts anfassen kann und selbstständig nichts machen kann. Ja, ich meine, als ich Elizabeth Olsen getroffen habe, war ich danach auch erstmal Dreck. Konnte mich auch vergessen. Ja, also das ist tatsächlich, also hatte ich da auch dann ganz kurz einen Zitterer. Also zum Glück habe ich bei ihr nicht so ein Blackout gehabt wie bei Benedikt. Ich glaube, es war bei Ben, ich muss mal gucken, wir haben ja natürlich in unserer Gruppe, wo wir da zusammen waren, haben wir natürlich auch Fotos getauscht. Und ich glaube, es gibt ein Foto oder ein Video von mir, wo tatsächlich Benedikt hat den Cloak of Levitation von Cloak of Levitation signiert. Natürlich wollte ich das filmen. Ja, und ich habe den Selfie-Modus angehabt von der Kamera und habe mich selbst gefilmt, einfach weil ich so durch war. Ja, weil ich voll. So, oh mein Gott, der Tour, ich wusste, was ihr das bedeutet. Ich war so aufgeregt und habe tatsächlich, und es gibt ein Foto quasi, wo man sieht, dass man auf meinem Display, dass ich mich selber quasi gerade filme. Und also so eine Art von Aufregung, also und dazu muss man ja auch sagen, also wir haben uns ja selber auch kennengelernt, schon auf der Comic-Con in Stuttgart, wo ich auch schon auf der Bühne gestanden bin. Ich habe schon viele Jahre auch für Conventions gearbeitet, habe mit
wirklich mit hochrangigen Celebrities gearbeitet auf so Veranstaltungen und ich hätte nicht gedacht, also ich habe ein Foto mit Leonard Nimoy gemacht und das war total cool und dann machst du ein Foto mit William Shatner, das war total cool und dann auf einmal kommt Patrick Stewart über den roten Teppich und alles, was du hast, ist ein Video, wo du dein Badge über den Zaun hältst und der Badge zittert und du hoffst einfach nur, dass Patrick Stewart steht mit dir ein Autogramm. Und da habe ich mir auch so gedacht, so als ich das hinterher gesehen habe, dachte ich mir, wow, okay. Und es ist tatsächlich so dieses, ich glaube, es ist auch diese Atmosphäre, diese Begeisterung, diese Welle halt, diese Energie auch, die man da hat. Richtig, genau, das war schon, also es hat einem wirklich auch diese Energie, die haben wir, glaube ich, auch jetzt immer noch in uns. Also das ist, wir haben auch so eine Chatgruppe auf Instagram und die ersten Tage war da auch, da haben wir noch ganz viel geschrieben und auch die Bilder ausgetauscht und das jedes Mal, wenn man da so geguckt hat, diese Erinnerung ist einfach natürlich ein einzigartiges Erlebnis. Ja, das geht so schnell auch nicht weg. Ich hoffe es wirklich. Nee, ich hoffe es. Das hält also das mir. dass man da noch echt ganz lange was mitnehmen kann, weil es wirklich eine wunderbare Erfahrung war und ist das so, also man ist dann so ein paar Tage auch noch so in dieser Realisierungsphase, wo man sagt, ja, ist das gerade wirklich passiert? Und dann kriegst du zwischendrin wieder so eine Nachricht mit, ey, ich hab dich im Livestream gesehen oder ey, guck mal hier. Also ich habe von 3 oder 4 Leuten habe ich einen Screenshot bekommen, weil was ich immer noch nicht begreifen kann, dass sie quasi Sam Raimi, wo er das Foto, also wo ich ein Selfie mit Sam Raimi gemacht habe, dass das auf dem Marvel Studios offiziellen Kanal gelandet ist, ne? Also von allen Leuten haben sie quasi so ein Glamour-Shot genommen, aber von Sam Raimi, vom Regisseur von dem Film, der hat mit mir ein Foto gemacht und dann haben sie das irgendwie als Sam Raimi kommt jetzt auf den roten Teppich, betritt das Multiverse of Madness und dann kriegst du das irgendwie von ein paar Leuten irgendwie zugeschickt. Ich habe heute erst wieder hast du es übrigens schon gesehen? Ich so, ja, ich hab's gesehen. Es ist nett, aber ich hab's jetzt schon 100-mal gesehen. Aber es ist egal, wer auch immer es noch zufällig irgendwo sieht, packt sie mal in DMs. Es ist jedes Mal ein Lächeln, weil er tatsächlich auch super, super nett war. Ja, also ich wusste das schon von den Cosplayern in London, dass Sam Raimi ein super, super netter, sympathischer Mensch ist. Und es hat sich auch wirklich bestätigt. Und der kam auch, genauso wie Kevin Feige, kam zu uns, hi guys, und hier ist ungefähr, wie geht's? Und hat noch so einen Schulterklopfer verteilt und hat quasi so im Endeffekt so interagiert, als würde er quasi so beim Klassentreffen seine alten Kumpels gerade wieder sehen. Ne? Und ganz, ganz toll. Und auch so ein Ding, wo ich echt sage, der hat sich so ein bisschen in mein Herz geschlichen. Natürlich wird er Liz nie vertreiben aus meinem Number One Marvel-Fan-Herz. Natürlich nicht. Aber er hat sich da schon ganz ordentlich an Rang 2 auch hoch gearbeitet, weil also wir im Kino dann jetzt nicht, also natürlich hatten wir jetzt nicht die allerbesten Plätze, aber tatsächlich hatten wir aus Fansicht hervorragende Plätze, weil wir nämlich im Rang saßen und zwar direkt an der einzigen Tür, die im Parkett raus und rein ging. Das heißt, alle, die unten quasi raus und rein wollten, mussten an uns vorbei. Ah, das ist natürlich nice, ne? Und da sind nochmal alle Schauspieler bei uns vorbeigekommen und eben auch Sam Raimi. Und natürlich wollten sie die, sag ich mal, die AAA-Celebrities, die willst du natürlich jetzt nicht mit den 500 anderen Leuten oder wie viele da auch immer in dieses Dolby Theater reinpassen, die sollen natürlich nicht mit der großen Masse rausgehen, ist ja klar. Ne? Und der hatte dann 3 Securities dabei und die hatten dann so ganz kurz mal so einen Moment, wo sie ihn am liebsten so, ja, mal rausschieben wollten, weil sie wollten alle wichtigen Executives und Schauspieler eigentlich aus dem Film raushaben, bevor die große Masse der Leute aus dem Kinosaal rausgeht. Und Sam Raimi, der stand da wie ein Fels, der wollte den Saal nicht verlassen, bevor die Post-Credit-Scene gelaufen ist. Er wollte die Reaktion der Fans, der Leute, des Publikums sehen auf die letzte Szene. Und 2 Securities sind dann vorgegangen und der andere stand neben ihm und hat ihn auch so angeschaut, wie so, echt, dein Ernst jetzt? Wirklich jetzt? Du weißt ganz genau, was da jetzt kommt. Du weißt es ganz genau. Ja, genau, du weißt, aber er wollte halt die Fanreaktion oder die Publikumsreaktion einfach noch sehen, weil es war natürlich schon, immer wenn mich jetzt jemand fragt, wie fandest du denn den Film, dann sage ich, ich kann dir nur sagen, dass dieser Film großartig war, aber tatsächlich ist er ja auch an mir vorbeigezogen wie so ein Ja, das glaube ich, ne? Total. Und
tatsächlich ist es auch schwer, einen Film nicht gut zu finden, in dem irgendwie gefühlt 100 Cosplayer, die Hardcore-Fans sind, sitzen, aber auch die sämtlichen Crew und Cast und alle Menschen, die an diesem Film gearbeitet haben, an verschiedensten unkoordinierten, für uns vielleicht manchmal nicht nachvollziehbaren Momenten wurde gejubelt und einfach gefeiert und es war so eine Stimmung in diesem Kino natürlich, da kannst du den Film gar nicht schlecht finden, ne, wenn da so viele Menschen im Endeffekt einfach nur am Jubeln sind, am Feiern sind. Und das ist halt auch das Schöne, wenn man mit diesen, sag ich jetzt mal, Obernerds in diesem Kino auch sitzt, weil auch gerade die amerikanischen Cosplayer, glaube ich, die sind noch mal ein bisschen näher an den Comics dran, weil bei denen das Kulturelle auch noch so ein bisschen mehr verankert ist als bei uns. Wir spoilern jetzt nicht, aber da gibt es ein paar so Cameos und ein paar so Seitenauftritte, wo man dann schon echt sagen muss, da ist einfach, ich glaube, da wäre in Deutschland, wäre da quasi jetzt eine Stecknadel fallen lassen, an so einem Punkt, ne? Und da ist da drüben halt die Party abgegangen, ne? So von. Und das ist, also da kannst du den Film einfach gar nicht schlecht finden, wenn du das in so einem Kontext im Endeffekt erleben darfst. Ne? Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass das Prop, was ich eigentlich mitgenommen habe, mein Darkhold, das ist im Endeffekt, das hatte ich eigentlich nur mitgenommen, weil ich dachte, ja gut, wenn es langweilig ist, dann können wir vielleicht noch irgendwelche lustigen TikToks machen oder können so ein bisschen Content machen. Mit dem Buch kann man schön Shenanigans betreiben und habe das halt mitgeschleppt, weil wir wussten ja, dass wir 3-4 Stunden da im Endeffekt warten müssen, bis es losgeht. Ja, nur 3-4 Stunden, das ist jetzt gar nicht so viel. Ja gut, also ich sag mal, lass mal überlegen. Wir waren um eins, haben wir uns angestellt oder um 12:30. Und dann ging es erstmal rein. Also wir wurden natürlich alle getestet. Die hatten ein Testzentrum aufgebaut. Man musste einchecken, man musste seinen Ausweis zeigen. Dann wurde jeder auf Covid getestet. Fragt nicht nach Sonnenschein. Wir waren am Tag vorher im Disney World, wie hochgradig paranoid ich durch Galaxy's Edge gelaufen bin und jeden Handsanitizer-Spender von Desinfektionsmittel irgendwie quasi ausgescoutet habe, weil ich mir dachte, nee, das darf es jetzt nicht sein, dass wir am Tag vorher womöglich uns noch mit Covid infizieren und dann nicht quasi den Test nicht bestehen. Aber es war alles in bester Ordnung. Aber tatsächlich war es dann so, dass man erstmal quasi in so ein Zwischenlager reingeführt wurde, wo dann Taschenkontrolle gemacht wurde, Security-Kontrolle, also Metalldetektor, dann eben Covid-Test. Da war ich dann schon froh, dass ich das Darkhold dabei hatte, weil das war in der Mittagssonne am Hollywood Walk of Fame. Oh. Und haben an alles gedacht, aber an Schatten nicht. Und ich dachte mir, bitte jetzt kein Sonnenbrand im Gesicht, wenn wir dann später vielleicht echt noch das ein oder andere Selfie machen können. Ach, Photoshop. Also hast du dir das Buch auf den Kopf gesetzt wie ein Hut? Ich hab mir einfach das Darkhold vor den Kopf gehalten und habe damit mir quasi einen Schatten gemacht. Ja. Also aus der Not geboren und dann hatte ich es eben dabei und dann dachte ich mir so, ja, aber jetzt eigentlich, die anderen lassen sich alle ihre Badges unterschreiben. Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich... Ach krass, die Idee kam dir erst da. Ich hab damit gerechnet, du hast es mitgenommen, damit es dir signieren lässt. Nee, ich wollte eigentlich, ich habe mein erstes, also tatsächlich hatte ich vor und das hat tatsächlich nicht so gut geklappt, aber da bin ich jetzt echt, who cares. Mein erstes virales TikTok, weil ich habe dieses TikTok-Thema ich verstehe das bis heute nicht. Also, dafür machst du es super. Ein Mysterium, ich verstehe es nicht. Was ich inzwischen verstanden habe, ist, dass Menschen es gerne sehen, wenn andere Cosplayer, die Magier aus dem Marvel-Universum cosplayen, mich am Ohr ziehen und Wanda sozusagen ausschimpfen. Das habe ich verstanden, weil jedes Mal, wenn ich dieses Video poste oder eins aus dieser Reihe, dann geht das viral. Das habe ich verstanden. Menschen mögen es, wenn Wanda am Ohr gezogen wird. aber ansonsten hatte ich also noch keinerlei Idee von TikTok. Und mein erstes virales TikTok, was wirklich viel Reichweite hatte, war eins, wo ich in der Küche stand und einfach das mit diesem Darkhold ausprobiert habe. Also Zuhörer müssen sich das halt vorstellen. Dachte mir so, okay, also das ist so ein Cosplayer-Ding. Ohne Props posieren ist schwierig. Ja. Also ich tue mich immer schwer, wenn man gar keine Props hat, was macht man mit den Händen? Die sind dann irgendwie immer so awkward und stehen irgendwie komisch rum. Im Fall von Wanda ist es so, dass sie quasi ihre magischen Effekte natürlich hatten, ihre magischen Kräfte zeigt, aber die kannst du jetzt auf einem Foto ohne Photoshop oder so an. Dachte mir, verdammt, ich brauche einen Prop. Dachte mir, ey, die After-Credit-Scene oder die, von WandaVision, dieses Buch, das machen wir. Und dachte ich mir, ja, aber das Buch jetzt halten ist auch blöd.
Und habe dann eben mit so Angelschnur probiert, ob man das nicht wirklich so oldschool machen kann. Wenn man die Angelschnur nicht sieht, ist das dann so ein bisschen schwebt. Und dadurch, dass das aus Foam gemacht ist, also relativ leicht, konnte man das relativ gut mit so ein paar gezielten Gewichten, weil ich habe dann das beleuchtet und habe den Batteriepack dann so quasi systematisch mal so positioniert, konnte man das gut in der Waage halten. Und das Video, wo ich zum ersten Mal in der Küche stand und einfach nur mal so, oh ja, ich filme jetzt mal, wie das läuft. Ne, guck mal, guck mal, das schwebt. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ach komm, hau ich mal auf die. Und dieses TikTok im Endeffekt, da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme das Darkhold mit, weil wenn wir Zeit haben, wenn wir eh warten müssen, dann kann man so ein cooles Ding machen wie How it started and how it's going. Und deswegen habe ich das Buch überhaupt mit einem roten Teppich genommen, weil ich gedacht habe, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn ich mich da irgendwo dann mal hinstellen könnte und mal ganz kurz so ein Video aufnehmen könnte. Und tatsächlich haben sie uns aber nicht auf den roten Teppich gelassen. Deswegen, dieses Video gibt es halt nicht. Aber dafür hatte ich das Buch dabei und dachte ich mir so, eigentlich, wenn die Autogramme geben, warum eigentlich nicht das Darkhold signieren lassen? Mega, und, richtig gut. Außerdem hast du doch ein schönes Foto auf dem Walk of Fame gemacht mit dem Buch. Das ist richtig, genau. Aber so wir hatten ja dieses wunderschöne Tor, was sie aufgebaut haben, und da durften wir tatsächlich dann alle nicht, also durften wir nicht durchgehen. Also das war dann abgesperrt, das war wirklich nur den Schauspielern überlassen und genau, auf dem Walk of Fame haben wir das tatsächlich dann, konnten wir schön Fotos machen und natürlich hatten wir auch so ganz viele Möglichkeiten für Fotos. Also da darf man jetzt überhaupt nicht auf höchstem Niveau jammern, aber tatsächlich hatte ich es deswegen mit, weil ich mir gedacht habe, hier so contentmäßig könnte ich doch mal hier, how it started, how it's going, das wäre doch super, ne? Und dann schleppe ich es halt mit, ne? Und dann ist mir aber so der Gedanke gekommen und ja, und jetzt wird das Darkhold halt nie wieder eine Convention sehen oder ein Fotoshooting, weil es heilig ist. Elizabeth Olsen hat's unterschrieben, Benedict Cumberbatch hat's unterschrieben und Kevin Feige hat's unterschrieben. Und es gibt tatsächlich dafür einen Videobeweis und ich habe mir dann von Autogrammjägern, die an den Uber-Aufnahmestationen gewartet haben, sagen lassen, wenn du quasi einen Beweis hast, quasi, dass es Originalautogramme sind, dann ist es quasi nochmal mehr wert. Und klar. Okay, dann kommt das Buch jetzt ins Handgepäck. Ja, hätte ich auch gemacht. Und ja, und deswegen wird's dann tatsächlich eben, wird es jetzt einen schönen Platz bekommen und nur außer der Reichweite von unseren Katzen, die sehr gerne auf Foam rumklettern. Außer also, Hashtag Cosplayer Problems. Hashtag Cat Mom Problems. Haben wir auch. Ja, und deswegen, und also ich muss auch sagen, das Buch hat ganz, ganz, ganz viel Liebe bekommen und es hat mich sehr gefreut, weil es an sich, es hat fast genauso viel Zeitaufwand gekostet, wie das Kostüm zu machen. Oh, weil wow. Es gab ja kaum Fotos. Ja, stimmt. Und es ist ja sehr, sehr detailliert und sehr, sehr, sag ich mal, also es ist jetzt nichts, was man einfach so ich mache mir jetzt einen Armschoner, ich mache mir jetzt eine Brustrüstung oder so. Es ist jetzt nicht so ein übliches Foam-Projekt. Und das war natürlich schon sehr schön, dass es wirklich von ganz vielen Leuten quasi auf der anderen Seite des Zauns gewertschätzt worden ist. Mega. Und und zwar auch wirklich, was ich dann wirklich sehr, sehr besonders fand, dass also sogar Liz hat dann quasi gesagt, oh, you have to be careful with this. Bad things can come out of it. Und ich so, okay, sie geht quasi in Character und kommentiert das Buch. Und das war tatsächlich ein sehr besonderer Moment, weil auch der kleine, und jetzt muss ich mir von den Over 9000, glaube ich, ein paar Punkte abziehen. Ich habe leider vergessen, er heißt Hillier, aber ich weiß seinen Vornamen nicht. Der Billy ist total süß. Der ist so ein liebenswerter junger Mann und der kam im Kino mit seiner Mama nochmal zu mir. Nein! Und hat mir gesagt, dass er das Buch so toll findet. Oh. Und er hat richtig mit seiner Mama halt, weil also er durfte, also die hat auf ihn aufgepasst natürlich und hat ihn quasi dann nochmal hingebracht und hat gemeint, so, ich wollte dir nur nochmal sagen, das Buch ist, also the book is awesome. Und ich so, okay, alles klar, ist doch voll. Und ein ganz, ganz netter, süßer junger Mann und weiß nicht, also war ein sehr, ich habe auch schon wieder ein dämliches Grinsen gerade. Ne? Nein, ey, absolut okay. Ich würde auch super ausrasten, weil ich den Julian Hillard auch mega finde. Der hat ja auch in Conjuring mitgespielt. Julian heißt der, oh Gott, ja. Julian, ja. Julian Hillard. Ja, genau. I know the name. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin ein großer Fan wegen Conjuring und so und ich fand den schon in WandaVision so toll, also
Als ich gesehen habe, na, du so machst du dein Foto mit Lizzie und mit Benedikt, das war alles so Common Sense in mich, weil ich dachte, ja, okay, das passiert halt eh. Und dann kam er und ich so, oh, jetzt explodiert mein Herz richtig. Das war ja, richtig also er schön, war auch ja. wirklich, er war so, und war wirklich auch so ein Strahlemann. Er war auch ja. einer der ersten am roten Teppich und keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie ihn dann, durfte dann irgendwo noch, glaube ich, noch nett warten, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo die anderen, sag ich mal, jüngeren Schauspieler dann noch waren, aber. Er hat auch echt noch viel Zeit gehabt und hat es wirklich genossen und war halt so ein netter junger Mann auf jeden Fall. Und es war halt so ein, ja, so ja. ein ganz, ganz süßer Moment. Ja, der enjoyt das halt auch hart, ne? Der ist ja selber so ein Fan, also von daher, man kann es verstehen. Absolut, ja, wirklich. Also es war echt auch was ganz, ganz Besonderes auf jeden Fall. Und ja, also diese ein, zwei Stunden. Ja, wird man tatsächlich, glaube ich, so schnell das nicht geht, vergessen. Ja, können. Das also, geht auch immer schnell rum dann, ne? Ja, tatsächlich. Und dann musste, also es geht schnell rum und es musste dann auch echt schnell gehen. Also als dann die letzten Schauspieler durch waren, ich sag, so und jetzt hopp, hopp, deswegen durften wir auch keine Bilder mehr machen, weil es dann hieß, ja, ihr müsst ab rein. Ab ins Kino, weil ab dann, ins Kino. Genau, ab ins Kino rein, Handy wegsperren, noch schnell ein bisschen Popcorn holen und dann war es dann auch schon so weit, dass es dann in Film reinging. Und das Krasse war wirklich, während wir im Film waren, haben die draußen schon die Hälfte von dem ganzen Brimborium schon wieder abgebaut. Ja, gemacht, das muss immer ganz schnell gehen, weil die nächste Premiere steht ja quasi dann schon an. Ja, dann hätten sie es ja für Thor Love and Thunder gleich stehen lassen können. Ja, nein. Auf jeden Fall. Nee, aber die sperren ja tatsächlich, und das hätten wir tatsächlich nicht gedacht, die sperren wirklich die komplette Straße. Da stehen auch wirklich Schilder, ja. dass quasi hier die Hollywood in Highland oder wie das dann heißt, dann gesperrt vom Sohn-so-vielten bis zum Sohn-so-vielten und da ist wirklich eine komplette Straße abgesperrt mit Securities, mit allem. Da wird einfach mal wirklich so eine komplette Durchgangsstraße einfach mal so richtig hart, ja. Ganz knallhart abgesperrt. Und genau deswegen bauen die das so schnell wieder ab, ne? Damit die auch den Verkehr dann wieder laufen lassen können. Ja, richtig. Ja. Und das war aber wirklich, also und es war zum Teil dann echt so, wir haben dann draußen noch so, was macht man jetzt noch? Wo geht man hin? Und dann hat jemand der Bernie, weil wenn ich jetzt sage, Bernie Bragman, den kennt man in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber das ist so jemand, der auch sehr viel Cosplay-Koordination in den USA macht. Dann hat Bernie eben gesagt, ja komm, wir gehen noch hier in eine Star-Wars-Kantine. Und dann war so, ja, gehen wir vorher noch ins Hotel, was machen wir denn? Und quasi in diesen 5 Minuten, wo wir überlegt haben, ob wir jetzt direkt quasi in die Bar fahren, dann noch ein Trinken gehen quasi mit den anderen Cosplayern oder ob wir schnell noch ins Hotel fahren. In 5 Minuten war quasi so gefühlt dieses komplette Tor einfach weg. Und es war wirklich so dieses, man dreht sich ja. um und auf einmal zack weg und es wie so, hä? Wo, wie, was? Okay, also diese Messebauer oder diese Eventbauer, die das da machen, also das ist unfassbar, wie schnell die Magie dann auch wieder einfach ja in so ein paar Kisten verpackt und weggeschafft wird. Ne? Ist, Multiverse of Madness. Genau wie unsere Cosplays am Abend einer Convention schnell wieder in der Kiste landen und wir wieder ungeschminkt und in Jogginghosen auf der Couch liegen. Genau. Ja, oder mit der After-Wig-Wig in der Hotelbar. Ja, ja genau. Also das habe ich von einer Freundin gelernt, nimm dir immer eine After-Wig-Wig mit, weil du willst nicht mit deinen Haaren, die du unter der Perücke hast, willst du nicht nochmal rausgehen. Es sei denn, man hat so kurze Haare wie ich mittlerweile, das ist richtig geil, weil ich gehe einfach nur kurz duschen und fertig ist. Ich oder noch nicht mal duschen, ich muss einfach nur Kopf unter Wasser und dann ist alles geregelt. Also kurzer Frisur lohnt sich auch. Ja. Okay, das werde ich mir mal merken. Oder halt, wenn man die längeren Haare hat, statt eines wilden Gesteckes unter der Wigcap dann tatsächlich sich die Mühe geben, vorher ordentlich zu flechten. Dann kann man das auch einfach ein bisschen trocknen lassen stimmt. und dann das Geflochtene öffnen. Das geht auch ganz gut. Ja, die Friseurin redet wieder. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal, also normalerweise sollte man sowas ja tatsächlich nicht bei so einer Gelegenheit dann zum ersten Mal testen, aber ich habe gerade, also für alle, die jetzt mein reales Ich nicht kennen, ich habe gerade Mermaid Hair von grün nach blau nach lila und ich habe im Vorfeld gemerkt, verdammig, da hat man dann schon das Problem, dass das quasi unter dem Perückennetz rausschaut so ein bisschen. Mhm. Also das Grün leuchtet schon so richtig durch. Und dann habe ich auch, habe ich dann in L.A. angefangen, sag ich mir, okay, jetzt ist mit ein bisschen so durchmogeln ist jetzt nicht, ne? Und habe dann auch mit Boxer Braids probiert und die haben dann tatsächlich sehr gut funktioniert, haben auch gut gehalten. Also ja. wenn man so ein bisschen mittellange bis lange Haare hat, Boxer Braids
können da schon hilfreich sein und habe dann auch knallhart durchgezogen und bin so zum Frühstück gegangen. Ja. Also weil die Hotels in den USA bieten ja selten jetzt ein Frühstück an. Also zumindest in dem Preisrahmen, in dem wir uns jetzt bewegt haben. Und dann sind wir zu einem, war jetzt kein IHOP, aber war so ein Frühstücksrestaurant, ziemlich cooles. Ich glaube, es hieß sogar Breakfast House, The Breakfast Room. Irgendwie sowas. Und dann bin ich halt eiskalt mit meinen Boxerbraids da halt dann rein und komplett quasi schon mit meinem Nicht-Gesicht, weil wir dann im Endeffekt, ja, aber es ist ja dann so, ne? Cosplay-Make-up heißt ja oft dann, dass man erstmal quasi alles plain schminken, dann quasi mit Contouring und so sich ja wieder ein neues Gesicht aufmalt. Und dann bin ich, ey, habe ich durchgezogen, bin ich meinen Boxerbraids und dem Nicht-Gesicht, wie ich das immer nenne, bin ich dann da frühstücken gegangen, dachte mir so, okay, komm, who cares, ich komme hier so schnell nicht wieder, die kennen mich. Ja, auch genau. Also so zwei Blocks so durch Hollywood gelaufen und dann haben wir da durchgezogen, auf jeden Fall. Das Frühstück war es auch tatsächlich wert. Und ja. Hatte Marvel für euch das Hotel auch bezahlt? Wenn wir mal so fragen dürfen, so. Nein. Also da ganz ehrlich, also das ist tatsächlich war die Einladung, war sozusagen auf die Einladung zur Premiere bestimmt. Ja. Also da wurden wir versorgt, da hat man alles bekommen, Essen, Trinken, etc. Also im Rahmen der Premiere. Aber da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Für den Flug haben uns ein paar Nullen bei den Followern gefehlt. Das muss man klar. Schon mal sagen. Ne? Natürlich. Das ist, also hat man dann schon sehr, also die sind auch wieder die üblichen Verdächtigen, ganz liebevoll gemeint natürlich, wenn man dann halt sieht, Menschen, die dann wirklich die komplette Reise bezahlt bekommen, die müssen schon wirklich im deutlich siebenstelligen Follower-Bereich sein. Man muss ja auch dazu aber sagen, es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich, wenn so eine Reise geht ja auch in vier-, fünfstelligen Bereich. Und dann muss man ja das irgendwo auch dann rechtfertigen, dass man im Endeffekt dann die Leute im Endeffekt ja auch mit, sag ich mal, Art PR-Aufgaben versorgt. Ne? Peter hat ja zum Beispiel auch ganz viel coole Projekte gemacht und hat ganz viel gepostet. Und also Kameramensch, hat ganz viel gepostet und war dann wirklich beauftragt und hat dann im Endeffekt dann eben auch Reichweite generiert, Werbung für den Film gemacht. Und also da habe ich auch jedes Verständnis dafür, dass man jetzt jemanden, der halt irgendwie so ein paar tausend Follower hat, dass man den nicht um die halbe Welt fliegen kann. Weil ja, klar, natürlich. Man muss ja irgendwie diesen ganz, ganz ekelhaften Begriff Return on Invest, muss man ja trotzdem irgendwie, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber Disney die haben doch so viel Geld und die können, ja, aber. Ja, aber das geht halt auch nicht, ne? Ja, eben. Das und ist es deswegen, eben. Also. Außerdem müsste man dann ja auch wieder überlegen, wo ziehen wir die Grenze, wen laden wir ein, wen nicht. Genau. Also. Ja. Und richtig, dann wird es wieder schwierig und dann kannst du wieder weniger Leute einladen, ne? Also. Genau das. Also was man natürlich vielleicht mal überlegen könnte, wäre sowas tatsächlich als Verlosung anzubieten oder vielleicht für so eine, ich finde diese Make-A-Wish-Geschichten für Kinder oder für Menschen, die krank sind oder die nicht so viel Glück im Leben hatten und so, finde ich total super. Ne? Das wäre halt sowas, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht mal, könnte man mal reingucken, ob man daraus eine Aktion macht, aber dass man jetzt sagen, weil, also das muss man jetzt ja schon mal sagen, natürlich, ihr habt gerade vorhin habt ihr gesagt, das ist jetzt so mein Signature-Cosplay, ja, das mag schon sein, aber natürlich bin ich jetzt nicht so besonders, dass es nicht in den USA auch eine Scarlet Witch gegeben hätte, die man da hinstellen hätte können. Ne? Also da muss man dann schon so ein bisschen ehrlich sein und zu sich selber auch und sagen, okay, wenn ich eingeladen werde, ist das schön genug, dann kümmere ich mich um meine Reise halt selber, weil ich eben jetzt nicht jemand bin, der ein Vollzeit-Content-Creator hauptberuflich ist mit irgendwie siebenstelligen Followerzahlen oder sowas. Ne? Also zum Beispiel, jemand wie Caitlin Christine, dass die natürlich eingeladen wird. Ne? Das ist natürlich vollkommen klar. Also falls die Zuhörer sie nicht kennen, ist, glaube ich, auch eher im US-Bereich bekannt, aber ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Die kam auch rüber und hat mich cool, weil wir kennen uns halt von TikTok. Ich habe mich dann mega gefreut, ne? Ja, wir uns mega irgendwie schön. So gegenseitig halt auf TikTok folgen, aber sie halt eigentlich so sie macht wahnsinnig tolle Fotoshootings, immer sehr aufwendig. Oh aber ja, zeigt ihre Scarlet Witch ist auch richtig schön und das Kleid, was sie auf der Premiere anhatte, Chefskiss, ne? Ach, also. das Kleid, was sie anhatte, ist von Chotronette. Ich kenne die Firma deswegen, weil ich gesagt habe, wenn ich nochmal heiraten sollte, möchte ich von dieser Firma mein Brautkleid gemacht haben. Und das ist ein wunderbares Label. Ich glaube, jetzt müsste ich lügen, ich glaube Rumänien oder Ungarn. Aber irgendwo bei uns in Südosteuropa sitzen die und die machen so wunderschöne Kleider. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Und also ihr Kleid war so wunderschön und ich dachte mir schon so, wow. Und habe letztens dann, weil ich natürlich den Leuten auch auf Social Media folge,
bei Chotronette gesehen, dass es eben ein Kleid von denen war und dachte mir so, oh ja, das ist natürlich, das passt natürlich wie jetzt Arsch auf einmal. War tatsächlich so ein Wow-Effekt, ne? Und das ist halt so jemand, ja, und da ist natürlich auch klar, wenn jetzt Caitlin da eben ihre Stories macht und wenn die ihre Vlogs postet, das ist natürlich eine riesen Werbung für den Film mit einer ganz, ganz, ganz großen Reichweite. Da ist natürlich der Return on Invest auf jeden Fall gegeben. Da hat man dann den Film gut beworben in der passenden Zielgruppe und da gibt man natürlich dann eben entsprechend auch was für die Reise aus. Ist ja klar. Ja, klar. Wie war denn für dich so dieser ganze Morgen? Ich meine, um wie viel Uhr bist du aufgestanden? Wie lange hast du gebraucht, dich fertig zu machen, das dahingehen und so? Weil ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie bei einer Convention, weißt du? Du hast ja morgens dann auch diese Aufregung. Und je nach Con muss man auch manchmal um 4 Uhr morgens aufstehen. Ja, ich sag euch, das war richtig gruselig, weil ich bin nämlich tatsächlich so eines und ich bin auf so Conventions und da hört ihr jetzt wahrscheinlich so im Nebenzimmer ein, ha, das stimmt, so ist es. Ich bin auf Conventions tatsächlich ganz oft so echt so ein Panikhasal, ne, wo man dann so diese Aufregung dann so hat, wo man sagt so, oh mein Gott, und jetzt wird die Augenbraue nicht richtig, yeah. Und nein, und warum geht jetzt hier das nicht? Und oh nein, es ist, also tatsächlich bin ich tatsächlich so tendenziös eher so jemand, der dann quasi da so mal so einen Nervösen kriegt. Und wir waren am Tag, bevor wir ja eben zur Premiere gegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir haben nicht so viel Zeit, aber komm, jetzt ist eh schon wurscht. Jetzt machen wir Disneyland und den Adventure Park. Wir schauen uns den Avengers Campus an, wir gehen zur Doctor Strange Show, wir gehen zu Galaxy's Edge, machen sämtliche Star Wars Sachen und sowas. Und dann sind wir da irgendwie nachts um 10, halb 11 sind wir quasi aus Disneyland erst zurückgekommen ins Hotel und sind wir so, okay, gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Ja, und dann war das so ein, okay, morgen, wann müssen wir da sein? Okay, also wir hatten eine ganz, ganz liebe Freundin auch aus dem Cumber Collective, die Fiona, wo ich auch 100-mal sie umarmt und Danke gesagt habe. Wir hatten es rumgefahren, dass wir quasi nicht dauernd einen Uber gebraucht haben. Boah, wie gut. Und die war auch vor Ort. Sie hat gemeint, sie ist unser Emotional Support Local. Ah, die Cumber Bitches. Und das war sie wirklich. Ja. Und das war sie auch wirklich. Sie hat unsere Taschen getragen, sie hat uns Fotos von uns gemacht. Und sie sind sogar in das, es ist ein Hotel direkt am roten Teppich gewesen. Da konntest du oben von der Dachterrasse runter und da stand sie mit einer anderen Freundin und hat uns quasi beobachtet und hat uns gewunken und uns quasi noch angefeuert und gecheert für uns. Und es war so wunderbar, so eine ganz wunderbare, liebe Person, die ich da kennenlernen durfte. Und dann hieß es so, okay, wann kommt Fiona und holt uns ab? Wir kommen 12. Okay. Und dann ging das Rechnen los. Wie lange brauche ich? Wie lange brauche ich fürs Make-up? Wann gehen wir frühstücken? Und weil wir wussten ganz genau, dass wir wahrscheinlich den ganzen Tag nichts mehr zu essen kriegen. Und dann war so, okay, wir müssen frühstücken gehen. Wo ist dieses Breakfast-Haus? Okay, dann gehen wir 8 Uhr frühstücken. Dann sind wir spätestens um 10, halb 11, so ungefähr, dann haben wir so diesen Tag halt durchgeplant. Und dann war das halt wirklich so, und dann hatte ich 90 Minuten, um mich fertig zu machen. Und ich bin eigentlich bei Wanda relativ routiniert, was das Make-up angeht inzwischen, weil ich habe sie jetzt echt schon eine ganze Weile getragen, schon öfter. Und es war aber das erste Mal, wo ich mich komplett alleine anziehen musste. Ich habe also im Vorfeld schon so einen Probelauf gemacht und habe dann so, ich weiß nicht, ob ihr diese Tricks kennt, wenn man einen Reißverschluss im Rücken hat, eine kleine Schnur dran binden. Ne? Und dann war ich so dieses, und das war total komisch, weil normalerweise bin ich sogar, wenn ich Hilfe habe, total hibbelig und aufgeregt. Und es ging beim Frühstück schon so los, so, ich bin total ruhig. Wow. Was ist denn da los? Und ich das war ging dann alles so, erst auf dem roten Teppich los bei dir, war? Ja, ich war dann so wirklich, ich war dann war so das Cosplay-Zen. Auge des Hurricane. Ja. Irgendwie sowas. Ich hab dann auch zu den anderen gesagt, irgendwas ist komisch. Ich bin normalerweise so volles Panikhasal und ich bin einfach komplett ruhig. Ich habe mir dann so zwischendrin einen Wecker gestellt, noch eine halbe Stunde, also quasi so ein 30-Minute-Call, so ein 15-Minute-Call. Ich wusste dann im Endeffekt so was wie. Und es hat alles geklappt. Alles. Und dann hat von meinem Bootcover, von meinem rechten, hat sich der Reißverschluss in der Leggings verhangen. Und dann war ich echt kurz davor, so zu snappen. Und dann dachte ich mir so, okay, warte, stopp, jetzt erstmal ruhig bleiben. Und dann habe festgestellt, okay, es liegt nicht am Reißverschluss, der ist nicht kaputt, sondern ich bin einfach gerade irgendwie nicht in der Lage, dieses blöde Ding halt an. Und dann hat mir jemand, Fiona hat mir dann, glaube ich, geholfen. Und genau, Fiona hat mir geholfen. Und bin dann rausgekommen und sage, Leute, jetzt bin ich doch nervös, mein scheiß Bootcover geht nicht, kann ich mir helfen? Und dann war es aber dann relativ schnell wieder vorbei. Das Einzige, was dann so echt so ein bisschen aufregend war,
Das, also ich habe ein Korsett darunter natürlich, mit dem Korsett-Auto fahren wir natürlich so ein bisschen crazy. Ah, du hast noch, das wollte ich dich nämlich auch mal fragen, ob du immer ein Korsett drunter trägst, weil du eine unglaublich schöne Silhouette hast in dem Cosplay und ich mir schon dachte, sie muss doch irgendwas da noch reingemacht haben oder einen krassen Stoff benutzt haben, den ich noch nicht kenne. Nee, also tatsächlich, natürlich ist da ein Korsett drunter, weil, ich habe jetzt keine Size Zero oder ich bin jetzt nicht so eine Elfe wie Liz tatsächlich, aber das ist so ein Credo, was bei mir ganz lange schon beim Cosplay, was ich mir so auf die Fahnen geschrieben habe, ist, du kannst vielleicht nicht so dünn sein wie jemand anders, aber du kannst die Proportion richtig wiedergeben. Und das ist ganz oft, deswegen trage ich auch zu Wanda Heels, weil ich habe nicht so lange Beine. Ja. Aber ich muss die Proportion, natürlich sind die Heels sind tatsächlich das Einzige an dem Kostüm, was nicht screenakkurat ist, weil ich aber ansonsten, wenn ich diese Absätze nicht habe, passen die Proportionen nicht. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist so dieses, wenn mich auch immer jemand fragt, was ist denn wichtig beim Cosplay? Du kannst bei ganz vielen Sachen sparen oder tricksen, aber wenn die Proportion nicht passt. Und deswegen, ja, also es ist ein kurzes Korsett, das halt im Endeffekt die Taille richtig austariert und so ein bisschen die Hüfte. Und das sorgt eben dafür, dass eben die richtige Proportion im Endeffekt halt einfach auch da ist im Outfit. Ich weiß, dass andere Cosplayer das zum Teil mit Warbler lösen, also die oder mit Tibra und keine Ahnung, die quasi so richtig. Aber ich glaube, damit ist man noch unbeweglicher wie mit einem Unterbrustkorsett, was im Endeffekt einfach nur so ein bisschen. Also Federstahl ist, glaube ich, immer noch ein bisschen flexibler, meiner Ansicht nach. Aber das ist so eine persönliche Präferenz. Es ist halt auch speziell genau für diesen Zweck gemacht. Und das muss man einfach noch dazu sagen. Ein Unterbrustkorsett ist genau dafür gedacht, dass du es unter der Brust trägst, noch beweglich bist, atmen kannst, dich bewegen kannst und so weiter. Im Gegensatz zu einem Cosplay-Material, was halt eigentlich für Äußerlichkeiten und so weiter ist. Ja, genau, deswegen eben. Und ja, das war halt also ein bisschen spannend und natürlich wollte ich den Gürtel jetzt nicht im Auto zum Sitzen sagen, okay Leute, pass auf, also meinen Rock und den Gürtel müssen wir dran machen, wenn ich aus dem Auto aussteige. Die Leute werden kommen und Fotos machen. Ich brauche eure Hilfe. Und dann habe ich so ein Military Backup. Also passt auf, ich brauche eure Hilfe, wenn wir aussteigen. Zwei Doctor Stranges, ihr habt Cloaks of Levitations, ihr stellt euch um hier. Und dann haben die sich so um mich rumgestellt und dann haben die mir noch quasi kurz die Zeit gegeben. Und also da war es dann so ganz kurz schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, jetzt werde ich echt nervös, weil also ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute dich halt einfach fotografieren, wenn du noch nicht richtig angezogen bist. Aber natürlich kann man jetzt in so einem Kontext wie in so einem touristischen Umfeld, wie jetzt beim Hollywood Walk of Fame, wo uns Fiona aussteigen lassen musste, weil er die Straße abgesperrt war, da kannst du den Leuten nicht verbieten, Fotos von dir zu machen. Ne? Und deswegen musste das, ja, das stimmt, an der Stelle halt wirklich sehr schnell gehen, damit ich halt ordentlich angezogen bin. Aber das ging dann auch zum Glück wirklich in ein paar Sekunden, dachte ich mir auch hinterher, boah, so gut ist das aber selten gelaufen. Und ja, tatsächlich war das an dem Tag wirklich so ein Ding, wo man sagt, okay, man hatte mal so einen glücklichen Stern darüber, über diesen Tag, wo im Endeffekt bis auf so ein paar kleinere Nervositäten, jetzt mit diesem Reißverschluss oder so, das waren ja alles Sachen, die, sag ich jetzt mal, Marginalien sind. Und es hat einfach an dem Tag hat einfach alles gepasst. Ich glaube, ich habe auch nie ein besseres Make-up gehabt wie an dem Tag für Wanda. War schön. Einfach. Das ist halt auch dieser Glow, den man dann von innen hat. Richtig. Ne? Also dieser Aufregungsglow. Ja, also war irgendwie. Hör ich da etwa im Hintergrund deine Katze nach Aufmerksamkeit schreien? Ja, das tut mir gerade sehr leid. Wir haben ein Kitten und das Kitten ist. Das Kitten ist unzufrieden. Nee, wir lieben das, weil bei uns ist das genauso. Ja, das ist Tony. Also wir nennen ihn. Also offiziell heißt er Tony beim Tierarzt und seinem Chip und so, weil er sich nämlich auch benimmt wie Tony Stark. Okay. Also er tut so, als gehört ihm der ganze Platz hier und er ist Philanthrop, Milliardär und ja, alles zusammen. Jetzt frisst er gerade meine Schnittmuster. Oi, das ist ja ein Spaß. Nee, und der ist mir im November letzten Jahres, ist er mir vors Auto gelaufen und war da irgendwie noch ein Baby und wir konnten uns dann nicht entscheiden, ihn wegzugeben, weil er einfach so knuffig war. Aber jetzt ist er gerade in seiner Teenager-Phase und benimmt sich, wie Tony Stark sich vermutlich auch in seiner Teenager-Zeit benommen hat, so ein bisschen aufmerksamkeitsheischend. Rebell aber anders. Dementsprechend ist er gerade ein bisschen am Schreien, aber das ist, weil er gemerkt hat, wenn er schreit, kriegt er manchmal
zumindest Aufmerksamkeit. Ja. Und manchmal kriegt er halt auch Aufmerksamkeit von den anderen beiden. Also wir hatten ja vorher schon zwei Katzen und die haben ihn so ein bisschen adoptiert. Und er hat so eine ganz cute Bromance mit Mando am Laufen. Und oft ist es dann so... Wir sind da auf jeden Fall niemals abgeneigt, von deinen Katzen zu hören. Im Gegenteil. Richtig. Ja. Wir sind ja schon über eine Stunde am Quatschen und da wir normalerweise unseren Podcast auf eine Stunde ungefähr beschränken, hast du vielleicht... Oh, ja, dann habe ich jetzt die Zeit mit meinen Katzenstories geklaut. Es tut mir sehr leid, liebe Zuhörer. Nein, ich finde es großartig. Ich könnte stundenlang mit dir reden, aber das ist mein Problem. Das ist genau der Grund, warum ich als Co-Host noch dabei bin, weil die Lea nämlich sich 5 Stunden über dasselbe Thema, vor allem wenn es um Wander geht, unterhalten konnte. Ja, klar, mein Baby. Und deswegen sage ich das jetzt quasi auch nicht, um reinzugrätschen oder irgendwas jäh zu unterbrechen, aber ich habe deine Katze gehört und da ist mir eingefallen, das haben wir schon mal gemacht auf einer Convention bei einem Live-Mitschnitt und vielleicht... hast du ja auch eine lustige Geschichte über deine Haustiere und Cosplay oder auch Basteln oder was auch immer, mit der wir hier diesen Podcast auf einer lustigen Anekdote enden könnten. Um mal ein Beispiel zu geben, meine Lieblingsgeschichte von Katze und Basteln ist, dass meine pechschwarze Pflegekatze sich damals in meinem Glitzer reingeschmissen hat und dann wochenlang am Glitzern war. Und einfach aussah wie eine Galaxie. Das war wunderschön, aber es war natürlich eigentlich nicht gut für die Katze und für mein Projekt und für mein ganzes Zimmer. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Erinnerung. Das ist tatsächlich, ja. Es guckt mich übrigens gerade von links vom Fensterbrett Mando an, weil er wahrscheinlich ganz genau weiß, dass er jetzt hier der Protagonist dieser Sache werden wird. Also abgesehen davon, wobei eigentlich sind die beiden hier wirklich ein Tag-Team, also Mando und Tony, und was die beiden wirklich immer mit Abstand tatsächlich bevorzugt machen. Und ich weiß nicht, ob sie, also wenn man es sehen könnte, man muss es beschreiben oder so, ne? Also es ist tatsächlich bei uns, es ist lustig wie tragisch, es ist so ein tragikomisch, wenn ich versuche. Also ich kann bei uns die Tür nicht zumachen, weil ich habe gerade gehört, was passiert, wenn ich die Tür zum Bastelzimmer zumache. Und das passiert dann in der Regel dreistimmig oder mindestens zweistimmig. Und wenn ich versuche, Dinge zuzuschneiden, dann wird da immer, egal ob Tisch oder Boden oder wo auch immer, mit einem Vollspeed Anlauf genommen und quasi mit dem Stoff im Endeffekt jedes Mal so eine Art hier Sliding Contest gemacht. Und einmal sind die wirklich schon komplett, einmal das komplette Zimmer und dann war das aber so fast wie so ein Trickfilm, wo der Stoff sich mit der Katze drauf noch so gedreht hat und dann guckte Mando auch so ganz so, hä? Was passiert denn jetzt? Ja, das passiert, wenn du auf Wollstoff mit Vollspeed und er ist wirklich so abgeflutscht und wirklich so 2 Meter noch gerutscht und guckte dann echt so, was passiert jetzt hier mit mir? Ja, also, aber sowas Episches, wie dass sie plötzlich geglitzert haben, damit kann ich leider nicht dienen, aber im Endeffekt, dass sie meinen Stoff gerne als Rutschbahn verwenden, das kann ich sehr, sehr gerne als Bonbon noch mitgeben. Du, Katschen-Rutsch-Contest finde ich großartig. Ich habe es auch bildlich vor Augen. Also auch bei dir die Fusselbürste immer im Gepäck. Ja? Immer, grundsätzlich, ja. Also das ist zwischenzeitlich, ich hab an dem Auto, ich habe an der Handtasche, Marcel hat mir auch einen ganz tollen Pulli geschenkt, da steht dann drauf, das ist mein Katzenhaar-Pulli, damit, falls ich mal meine Fusselrolle vergesse, ist ein schwarzer Pulli mit ganz, ganz vielen kleinen, feinen, weißen Katzenhaaren drauf gedruckt, damit es nicht auffällt, wenn noch ein paar mehr drauf sind. Katzenmutti und Cosplay nach welcher ist manchmal echt eine Challenge, aber ich würde keinen von denen mehr hergeben wollen. Ja. Nee. Nach welcher Farbe Fell, Katzenhaare dürfen aufmerksame Fans denn als Easter Egg Aussicht halten? Tatsächlich haben wir einen grauen Tiger, also alles, was so ein bisschen gräulich ist. Dann haben wir Mr. Tony Miau, wobei eigentlich ist es Mr. Mando Miau, weil der hat zuerst gemaunzt, aber der miauende Tony, den ihr gerade gehört habt, der ist schwarz-weiß. Also denke, dass der am ehesten mit weißen Katzenhaaren ist. Und Pepper ist eine Schildpattkatze. Das heißt, die hat von allem so ein bisschen... Das heißt, im Endeffekt könnt ihr nach Katzenhaaren jeder Art und Fasson, vielleicht Bunt. In Schwarz und alles so ein bisschen, der Vorteil ist, dann ist es fast so ein bisschen wie Tarnfarbe. Ja, fällt es vielleicht nicht so ganz auf, aber ich denke, am auffälligsten sind tatsächlich die Weißen von Tony. Ich hoffe, ja klar, das ist tatsächlich so die auffälligste Farbe von ihm.
Und er ist auch der, der am meisten noch spielt und irgendwo überall unterwegs ist. Also da, ich habe ihn letztens auch schon mal unter meinem Triss-Kleid gefunden und da hat sich ins Futter gehängt. Und fand es ganz toll, im Futter des Kleides zu hängen und da einfach mal zu baumeln mit beiden Vorderpfoten. Dachte ich mir, was ist denn mit der Schneiderpuppe los? Und hängt er da unten drin und, Das hatte ich auch letztens bei meinem letzten Projekt. Da saß mein Kater nämlich auch in meinem Kleid. Ja. Da sind wir leid und gut. Lieb geprüft. Mit den ja, Dingen. Sieht ja aber auch einfach süß aus, ne? Man kann denen ja auch nicht böse Absolut. Sein. Wobei, man kann ihnen, also süß aussehen ist ja so, ich weiß nicht, ob eure Katzen hier irgendwie Cosplay-affin oder sowas sind. Man sieht immer auf TikTok und auf Instagram so viele Katzen, nicht. Die dann irgendwie so ein Cape tragen. Oder ich habe ja auch in liebevollster Kleinarbeit so eine Loki-Krone in Katzengröße. Ich habe es bei allen drei probiert und dann haben die quasi gedacht, wir sind beim Bundesjugendspielen und Weitwurf, ne? Zack, mit der Pfote, einmal weg Nee, meine also, Mutter auch nicht so. Und ja, war das sowieso nicht. Die kommen auch nicht so richtig raus. Also meine sind aber immerhin sehr begeistert von dem Piratenschiff, das ich ihnen gebastelt habe. Also da ist quasi Umgebungs-Cosplay sozusagen. Oh. Aber nein. Ich glaube, wenn ich den Kostüm anziehen würde, dann könnte ich danach meine Hände eine Weile nicht benutzen können. Ja. Eben dies, also die gucken mich manchmal schon an, als wäre ich nicht ganz richtig, wenn ich sie nur im Kostüm auf dem Arm nehme, mal für ein Selfie oder sowas. Weil mit Perücke ist das schon schwierig, ne? Tatsächlich, Wanda ist tatsächlich ganz schwierig wegen des Headpieces. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie aussieht wie so eine andere Katze oder sowas, aber bei Wanda sperren sie sich komplett. Also, wenn ich Wanda anhab mit dem Headpiece, da haben sie alle gar keinen Bock drauf. Das ist, Dabei braucht eine Hexe doch ihren Familiar. Mhm. Eigentlich ja, aber nein. Ja, aber nein. eben. Ja. Damit kommen wir leider schon zu einem Ende. Ich bin todessät, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Das müssen wir dann einfach mal auf der nächsten Con oder sowas richtig nachholen in Persona. Absolut, ja, da würde ich mich sehr freuen. Ja, Stuttgart, bist dabei? Ja, ich denke schon. Also auf jeden Fall ein Tag, das ist ja von uns hier Schlagweite. Also wir haben ja hier in Bayern selten mal eine Convention, wo man nicht einen halben Tag irgendwie anreisen muss. Deswegen ist Stuttgart tatsächlich für uns immer so ein, oder für mich zumindest so ein Go-To-Event. Ja, ich sage jetzt uns, weil ich immer jemanden benötige, mein Instagram-Husband zu sein. natürlich. Ja. Was hast du denn sonst so für Events, die für dich dieses Jahr schon feststehen? Tatsächlich jetzt in 2 Wochen die MCM ist geplant. Da ist gerade noch so ein kleines Fragezeichen, wie viele Tage ich da sein kann, weil sich beruflich bei mir gerade noch was verschoben hat. Aber auf jeden Fall ganz, ganz fest eingeplant, die MCM. Und dann muss ich tatsächlich mal gucken, weil auch Gamescom ist bei mir beruflich darf ich jetzt nicht sagen belastet, sondern ist belegt. Muss ich arbeiten und da muss ich mal schauen, was im Endeffekt noch so geht, weil tatsächlich die Animoog hat sich jetzt überschnitten mit der Premiere in Los Angeles, sonst wäre ich da halt immer gewesen und ist halt mit Reisen gerade so ein bisschen teuer und vielleicht schaffe ich es noch zur German Comic Con, hier gibt es ja im Winter noch eine Ausgabe, wo ich schon mal gucken wollte, weil ich war noch nie da, ne? Also eigentlich wäre es schon mal... Ja, kommst du rum. Würde ich wahnsinnig gerne mal... Ja, also dann... Mal ganz davon abgesehen, dass wir seit ein paar Ausgaben dort die Heads of Cosplay sind und uns um die Cosplay-Bühne kümmern. Oh, Catwalk und den Cosplay-Contest auch. Bist du bei Och, uns ich kenne da auch so eine Cosplayerin, die man da einladen könnte. Ja, ich weiß nicht, also wenn ihr da von jemandem gehört habt. Nee, ich war tatsächlich wirklich noch nie da und ich habe schon echt überlegt, ob ich nicht vielleicht mal einfach mal vorbeischauen sollte. Also würde ich sehr gerne und why not? Und sehr gerne auch, also tatsächlich jetzt hier, jetzt nicht zu shameless self-promotion, aber ich judge ja auch, ich habe auch selber schon moderiert, Cosplay-Wettbewerbe, wisst ihr ja selber. Also wenn man da quasi von Nutzen sein kann, sehr, sehr gerne. Aber ansonsten eben auch als Besucher. Ich war auch echt so ein bisschen am Hadern. Im April das Line-Up war so, Triss, warum am anderen Ende von Deutschland? Und da waren ganz, ganz viele
ja auch Celebrities, wo ich sogar gezuckt hätte, wo ich gesagt, okay, da hätte ich vielleicht ein echtes Foto mal wieder mitgemacht oder also, ne? Und ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein Ding, was ich von der Premiere mitgenommen habe, dass man sich echt so ein bisschen dieses Fangirl wieder ein erlaubt, bisschen raus. Dass man sich das erlaubt. Dass man sich das erlaubt. Genau, dieses Fangirl-Sein darf ruhig hin und wieder schon mal wieder passieren und deswegen auch sehr gerne. Auf jeden ich mal Fall. Gucken auch, was im Winter so auf den Events los ist und ja, jetzt über den Sommer müssen wir eben erstmal gucken, was eben jobmäßig noch so ist und ja, erstmal dann London jetzt mal gucken ja. Und aber dann geht's ja im Herbst wieder los und vor allem braucht man ja auch ein bisschen Zeit vielleicht, um das ein oder andere ungeliebte oder sich ungeliebt fühlende Cosplay dann endlich fertig zu machen. Sowas wie Triss oder vielleicht auch Sylvie. Und muss noch irgendwo auch noch vielleicht noch so einen kleinen Pakt ins Darkhold reinschreiben, auf einer Seite, die nicht durch heilige Unterschriften schon sozusagen geweiht ist, dass ich dann mit meinem nächsten Marvel-Projekt erst anfangen darf, wenn Triss tatsächlich fertig ist. Aber ich glaube, das wird echt schwierig werden, weil bei mir schreit schon so ein Mir irgendwie, dass er gerne noch einen Bruder hätte, der, mal gucken. Also Stürme brechen kann. Ja. Ja, bis dahin, wo finden wir dich oder unsere Zuhörer dich denn im Internet, um deinen Fortschritt und deine Kostüme zu bewundern? Ah, ja, ach, noch mehr Shameless Self-Promotion. Das ist ja ganz, ganz toll. Da danke ich euch. Nein, das ist definitiv shameless, denn du hast uns ja die Ehre erwiesen, hier unser Gast zu sein. Da wollen wir natürlich auch allen sagen, wo sie dich ach, finden können. Ach, das ist sehr lieb. Ganz ihr genau. Findet mich eigentlich fast überall. Twitter, Instagram, Facebook, eigentlich unter Cass Cosplay ganz, ganz banal. Und auf TikTok tatsächlich heiße ich Kestra Ordinary, weil ich eigentlich mal gedacht habe, da mache ich nicht nur Cosplay-Zeug auf dem Kanal, sondern vielleicht auch einfach mal ganz normale Sachen oder Kestra ordinäre Sachen. Und dann kam Wanda und dann ist es jetzt auch wieder der Cosplay-Kanal geworden. Deswegen fällt er so ein bisschen raus, aber ich möchte jetzt den Namen auch nicht mehr ändern. Aber unter Kes Cosplay könnt ihr eigentlich sehr, sehr viel von mir finden. Also KES unterstrich Cosplay. Ist eigentlich eine gute, sag ich mal, Hausnummer auf sämtlichen sozialen Netzwerken. Ja. Habe jetzt auch so ein paar Sachen, ihr habt ja vorhin gesagt, ein paar Videos, also wer sich interessiert für die Premiere, wie es da so abgelaufen ist, auch ein paar Fotos von Triss. Könnt ihr da genau, alles da alles gucken und auch stalken. Gerne bei der Mira, bei Cloak of Levitation. Die hat tatsächlich ein Wesen, die 2 Millionen Follower kommen nicht von ungefähr, sie hat ein wesentlich besseres Händchen für Fotos und Videos, deswegen sind ihre Sachen, glaube ich, sogar noch ein bisschen schöner anzuschauen und auch echt einen Besuch wert. Hat sie ein paar sehr, sehr schöne Videos und so schon online gestellt. Also wer sich für die Premiere interessiert und oder für Benedikt, da auch eine Empfehlung dafür. Packen ja, wir auf jeden Fall auch mit ans Ende unseres Beitrags als Verlinkung. Ja. Ihre Agatha ist auch ganz großartig, daher kenne ich sie. Ja, also. Die hat sie ja auch in Stuttgart getragen, es war sehr, sehr cool. Da hatten wir einen wunderbaren Frenemies-Tag zusammen als Wanda und Agatha, da haben wir sehr viel Spaß gehabt. Ja, da erinnere ich mich gern dran, das war, müssen wir vielleicht nochmal machen irgendwann. Fragen. Auf jeden Fall. Ja, vielen, 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 vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand's Hammer, es war richtig toll zu erfahren, wie es so auf der Premiere war für uns daheim geblieben. Und dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und hören uns dann in der nächsten Folge, ne? Ciao. Ciao. Tschüss.